So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 340. Wir haben kaum 20 Sekunden verschnauft, weil ich mich sofort wieder angemeldet habe, konnte gerade einen Schluck Tee trinken und habe jetzt schon den Weit. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir nur noch 50 GB Platz haben. Und das bedeutet, diese Folge noch. Ja, diese Folge noch. Müsste aber reichen für bis zu einer halben Stunde Aufnahme. Also, ja, hoffen wir mal. Hoping the best. Und wir brauchen nur noch 4 lumpige Abzeichen, dann werden wir uns 2, nicht ein, sondern 2 Teile leisten. Entweder Kopf und Schulter, vermutlich, oder Brust und Schulter. Werden wir sehen. Aha, der Tank hat sich wohl geweigert. Was kommt, was wird kommen? Hey, Stratholm, nice one. Können wir wieder einen neuen Haken machen dahinter. So. Okay. So, der Gulli. Die da. Ihmchen hier. Hi. Ihmchen hier. So, mich. Ah ja, genau. Illusionen bannen. Dito. ich kann da gerade nichts machen. Ich weiß nicht, was man machen muss, um ganz ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die irgendwie alle da ganz vorne sind. Die wollen bestimmt einen Speedrun machen. So, das ist hier Stratholme. Da vorne ist Stratholme. Hier ist der Wald vor Stratholme. Heutzutage nur noch zu kennen als die Pestländer. Um genauer zu sein als die östlichen Pestländer. So. Hier käme normalerweise jetzt noch ein Event, aber tut mir leid für euch, könnt ihr es nicht sehen. Die Striezel davon haben es einfach zu eilig. So. Er hat schon seinen Buff drauf, okay. Also ich bin der nicht mit Reitaura, ich bin mit der Konzentrationsaura. Wenn er seine Reitaura gerne beibehalten möchte, dann soll er dies tun. Hier ist übrigens Arthas. So, der möchte jetzt hier die Leute umbringen, der Drecksack. Das war erst der Anfang. Ja, weil Arthas halt einfach ein Arsch ist. Dies ist der Anfang. Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Das geht ja Mal'Ganis. Lasse ich nicht zu, Mal'Ganis. Lieber sollen diese Leute durch meine Hand sterben, als euch im Tod als Sklaven zu dienen. Mal'Ganis wird sicher seine Geißeldiener schicken, um uns aufzuhalten. Diejenigen mit dem stärksten Stahl und Zauber unter euch bilden die Vorhut, um sie zu vernichten. Ich führe den Rest meiner Streitkräfte bei Stratholms Säuberung von den Infizierten an. Okay. Also er sagt quasi zu ihm, das geht ja Mal'Ganis, was du davor hast.
Na dann. Um 20 Minuten verbleiben für einen Speedrun, das kommt mir natürlich sehr entgegen. Angreiferwellen. Wir machen sogar sozusagen Vella Flex Control. Ich folge euch, geht ihr voran. So, mal ein bisschen Speed aktivieren hier mit. Fortschritt 30, 100. Hier mal, ich klicke gerade auf die Mitte wie bekloppt, aber macht halt nicht, weil auch. Ach so, das hat weniger Reichweite. Ach nee, ich war. Ach, das könnte sein. Kann das sein? Kann es sein, dass der nicht reagiert, wenn ich einen Feind ausgewählt habe? Weil er dann irgendwie will er auf den Feind. Warte, ich probier's mal. Nee. Das wäre jetzt für mich eine Erklärung gewesen, aber. Er geht nicht. Ich klicke auf die Mitte, wie bescheuert, und er löst dich aus. Das ist scheiße. So sollte das nicht sein. Ja, dann. Das ist echt scheiße. Macht's nicht. Dann muss ich's auf Shift und Dingens legen. Shift und Steuerung. Ich meine, Steuerung-Klick habe ich jetzt schon entfluchen. Da mache ich halt Steuerung-Rechts. Was ist denn Steuerung-Rechtsklick im Moment? Da ist gar nichts drauf. Okay. Da mache ich Steuerung-Rechtsklick für Heiliger Schock. Ich habe ja in weiser Voraussicht neben meinem linken Steuerungsknopf. Ja, Leute. Ganz im Ernst, ey. Ihr müsst halt gucken, ob euer Heiler da ist, ja. Wenn euer Heiler nicht da ist, anzugreifen, ist dumm. Na gut, das kann ich danach dann erst setzen. Keine Ahnung, ob die scheiß Mitteltaste nicht funktioniert, wie sie soll. Ich weiß es nicht. Das sind die Mysterien. Kann klicken, bis der Finger durchgeklickt ist. Ja, also man muss bei 21 Minuten, also Zombiefest ist 100 sammeln und dann auf einmal killen. Also in gewisser Zeit. Aber das vereinbart sich nicht mit einem Speedrun. Denn da muss man wirklich erstmal ganz viel sammeln. Das ist scheiß Fleischhaken hier. Brauche ich meine Ausnahme hier. Macht er das jetzt gerade nicht? Ich weiß nicht, wieso bin ich auf Uli drauf? Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Also, Steuern ist alles ein bisschen ein Problem hier. Gerade im Moment.
kann es erst nach dem Dungeon dann umstellen mit der mit dem heiligen Schock. Vorher wird das nicht funzen. Sprüche. Rechts. Ah, nee, das muss ich mal in Ruhe angucken, sonst sterben die Leute noch. Das ist ein bisschen kompliziert. Das ist eine Kompensation für Störung. Rechtsklick. Heiliger Schock auswählen. Schließen. Probieren wir es gleich mal. Halt. Ja. Gut, geht. Sehr gut. Muss ich mich nur daran gewöhnen, dass das nicht auf der Mitteltaste liegt. Aua, ich hab Company hier, Leute. Bisschen Obacht auf den Heiler. Dankeschön. Es heilt sich immer so schlecht, wenn einer am Rockzipfel hängt. Ja, ich habe es im Heiligen Schock jetzt gleich gemacht, weil die nachher garantiert die Hälfte der Instanz pullen werden, um den Speed ranzupacken. Und da muss der Heilige Schock einfach auslösbar sein. Schön, wenn der Heilige Schock wieder funzt. Sehr gut. Da kann man einiges mit anfangen jetzt. Ach, das war der zweite schon. Schulterbier. Geben wir eben das Schild dazu. Heilige Bitte kurz, das sollte reichen. Ah, da kommt Simsalabim, der Zerstörer. Die Unterhaltung ist da. Naja, so ähnlich. Ach, er zieht den jetzt schon nach da hinten, um Zeit zu sparen, oder was? Hilfe, Leute, ich komm dort da nicht hinterher. Leute, mach doch halblang. Ey, ich kann mich kaum noch bewegen. Hallo, Hand der Freiheit. Geht nicht. Hilfe, hallo. Summer. Boah, ey. Siehst du, wenn der jetzt nicht funktioniert. Hallo, sag mal, ja, lasst euren Heiler bitte zurück. Lasst die ganzen Leute an eures Heilers Arsch kleben, ihr Vollidioten, ey. Mann, ey. Ist doch nicht normal.
Renn mal vor und gucken ja nicht zurück, was mit dem Heiler los ist. Ist eine ganz tolle Idee. Spacken. Ich muss ja auch nur stehen bleiben zum Heilen, ja? Muss man nicht drauf Obacht geben. Nein, nein. Scheiß drauf, Magier. So, und jetzt? Super, jetzt ist Arthas immer nicht da. Ihr Kasperköpfe. Wo rennst du denn hin? Was? Nice, Blätten, nix. Was? Ja, hallo? Wo willst du hin? Arthas steht doch da vorne. Angreifen? Ach so, wegen den Dingern hier. Ja, ja. Ich hatte nichts vor anzugreifen, aber die werden mich angreifen. Und du meinst, wir schaffen das dann noch in 12 Minuten. Was gibt's denn das? Ja, und nun? Es wäre halt schön, wenn ich wüsste, was sie vorhaben, weißt du? Und nun? Alle hinter die Wachen, okay. Will ich mal nicht so sein. Fehlgeschlagen. Gestartet. Ja, Leute, was macht ihr hier? Was soll das? Jetzt doch wieder nach vorne laufen, oder? Sind wir wieder bei 70 und jetzt schlägt es dann wahrscheinlich gleich wieder fehl oder was? Ja, natürlich. Ja, was machen wir denn hier jetzt? Was soll denn das? Geht's noch oder was? Ich hätte schon noch ganz gern den Drachen irgendwie. Oh, Leute, hey. Ja, sorry, ne? Also, wenn es jetzt mitten in der Stanz die Aufnahme abbricht, könnt ihr euch bei den Leuten da bedanken, die hier rumspacken müssen. Ich werde jetzt aufnehmen lassen, bis die Platte voll ist. Ja, klar, aber ich kann hier jetzt auch nichts machen.
Ich mache ja sowieso kein Damage. Heile ja nur. Hier sind keine Zombies mehr drin. Schon wieder fehlgeschlagen. Schon wieder gestartet. Was soll das? Also, ihren Time Run können wir vergessen, ne? Wow! Ja, super, ey! Weil ihr immer so einen Scheißdreck machen müsst, ey! Kann man den Fuck. Die Fuck-Instanz nicht normal machen, oder was? Ihr merkt doch, dass ihr es nicht drauf habt. Mann! Schon wieder fehlgeschlagen. Ich habe keinen Bock, hier noch morgen früh zu sitzen. Ja, hat's wohl. Das ist doch, die merken doch, dass es nicht funktioniert. Sie merken es doch. Ich meine, wenn ihr es nicht drauf habt, dann, ne, ich meine, wie oft haben sie es probiert? Viermal, fünfmal? Ihr habt es einfach nicht drauf. Akzeptiert's. Dafür haben wir dann Speedrun geopfert, hier für Flickwerk. Davon kündigt man sowas in der Rennengruppe vorhin an. Hey, hört mal zu, wir würden gern diesen oder jeden Erfolg machen. Wie sieht's denn aus? Und ich hier, ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Ich wollte mich nicht mehr aufregen, ey, aber bei sowas, ey, echt. Wie gesagt, wir haben nur begrenzte Aufnahmen. Kann sein, dass uns kurz vom Endboss jetzt raushaut. Bei der Aufnahme, ja?
Wie gesagt, 50 GB. Normalerweise brauchst du für 20 Minuten 40. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ja? Das war nicht besonders nice, one. Das einfach auslösen sollen. Hätte ich einfach machen sollen, einfach auslösen. Genauso wie die einfach entschieden haben, wir machen jetzt diesen Erfolg. Fuck you, Enzo, ich nehm's mit. So. Ich sammle mir jetzt hier Zeugs. Ja, dann darfst du keine Aggro ziehen, Kaschbokopf. Ganz einfach. Ich kann nicht hexen. Ein Stoff, wie der Aggro hat, ist eben am Arsch. Ganz einfach. Immer schon gewesen. Aber du kriegst von mir, weil ich heute gnädig bin, ein Heal spendiert. Drei von fünf von einem derselben Gilde. Ja klar, die sprechen sich natürlich im TS schön ab und Reis lässt man im Ungewissen. Hm. Aber dafür, da sind wir hier mit Reitaura, ne? Wie gesagt, das ist nicht meine. Meine ist die hier. Ja, wo geht's jetzt hin? Wo ist Arthas? Was ist jetzt schon los? Wo ist Arthas? Müsste es das Zombie festgestartet? Ja, super, Zeit verbleibt eh nicht mehr. Was ist jetzt los? Also ich setze mich jetzt hier gleich hin und mache gar nichts mehr, wenn nicht irgendjemand mal sagt, was jetzt Sache ist. Ja, also wenn die Aufnahme plötzlich abbrechen sollte, tut es mir leid. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, so eine Gruppe zu treffen. Ich werde das dann durchmachen hier und wir werden dann nochmal ein paar Heroes machen zusammen. Aber das ist ja, ich bleibe jetzt mal hier. Solange keiner sagt, was Sache ist, brauchen sie nicht damit zu rechnen, dass ich jetzt, ich lasse alle verrecken, wenn es sein muss. Ich habe die Faxen jetzt langsam dicke. Super, Arthas habt ihr kaputt gemacht. Ja, Wahnsinn. Das habt ihr ganz großartig hinbekommen.